willkommen zurück. Wir sind zurück. Mein Zauberstab ist jetzt aufgefüllt. So, am Forschungstisch oder wo, Stefan? Ja, richtig. Am Forschungstisch tust du forschen. Okay, und da tue ich jetzt den Zauberstab rein, oder was? Nö, den brauchst du dafür jetzt gar nicht. Die Forschungspunkte hast du jetzt durch das Scannen so behalten. Okay. Wie viel du von den Forschungspunkten hast, siehst du links. Und die ganzen Aspekte, die du bereits erforscht hast oder kennengelernt hast. Ja, was habe ich denn gemacht hier? Ich weiß gar nicht. Gelum mit Terra und dann in der Mitte drauf drücken oder was? Was? Genau, du drückst entsprechend auf die zwei Aspekte, die du kombinieren möchtest, zum Beispiel Air und Aqua. Und dann wird das Symbol in der Mitte unten rosa und dann kannst du dann draufklicken. Ja. Und wenn du was Neues hast, dann sagt er dir das gleich. Und wenn du zwei Sachen kombinierst, die eben nicht gehen, dann gibt es eben einen Ton wie so ein kaputter Buzzer. Ja. Oh. Und wenn du zwei Sachen hast, wo du den Aspekt schon kennst, dann kriegst du diesen Aspekt dazu. Okay. Und um die Aspekte unten wieder rauszunehmen, klickst du einfach auf den drauf, den du rausnehmen möchtest. Ja. Für den Anfang ist es so ganz gut, um erstmal eine Grundmenge an Aspekten zusammenzukriegen. Im späteren Verlauf kriegt man dann wesentlich einfacher die Sachen durch Scannen als durchs Ausprobieren. Ja. In Summe gibt es, glaube ich, 48 verschiedene Aspekte. Okay. Ich weiß aber noch nicht, was ich jetzt hier... Oh, Metall. Warte mal. Wie habe ich denn jetzt die Kerze, das Licht gemacht? Das war durch Scannen von der Fackel, das Lux. Nee, warte mal. Ich konnte mir diese Fackel da gerade nochmal craften, irgendwie. Fackel craften? Mhm. Habe ich das schon? Pflanze. Aber jetzt müsste ich ja eigentlich noch ein paar andere Sachen scannen können, ne? Je mehr du hast, desto mehr kannst du scannen, richtig. Aha, jetzt konnte ich schon ein bisschen... Aha. Aha. Oh nein. Aha. Oha. Okay. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel die ganzen Pflanzen hier schon mal machen. Mhm. Aha. Aha. So, lass mich mal durch. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier raus. Burger gegessen. Nee. Oh, ich habe echt richtig Hunger. Nee, das geht nicht. Nee. Aha. Geht das? Nee. Oh, die Mülltonne hat ordentlich was gebracht.
Also was ich dir gleich sagen kann, was alles nicht geht, sind zum Beispiel die ganzen Legierungen, die aus Tinker rauskommen. Okay. Die brauchst du gar nicht probieren zu scannen, die geben alle nichts. Aber die Metalle, die man abbauen kann, die schon. Mhm. Aber die Metalle, die man so abbauen kann, die geben schon was. Okay. Ich scanne hier gerade alles ab. Mhm. Ich bin schon wieder hungrig hier. Schrecklich. So. Ich esse jetzt noch nicht. Oh, ich habe echt in Wirklichkeit richtig Hunger. Ah, toll. Okay, hier wird es nichts. Angewohnheit, aus der Crafting-Werkbank mit Shift drücken, was rauszunehmen. Wieso kann ich die Nitor nicht, immer wenn ich auf die Nitor gucke mit dem Ding, haut die ab. Das Nitor haut nicht ab. Ach nee, ach Quatsch, das sind ja zwei hier. Geister, alles klar. Ah, okay. Was haben wir schon? So. Oh. Ah. Bei dir gibt's richtig viel zum Scannen. Ja, bei mir ist ja auch relativ viel Traumkraft. Du hast aber umgebaut, ne? Ja, ich habe mir hier oben jetzt hier oben ist das Schlafzimmer eingezogen und dann habe ich nebendran noch ein kleines Zimmer. Und der Kaffee steht da. Nein, warum habe ich mich dann hingelegt? Wollte ich ja gar nicht. Legt sie sich einfach in mein Bett. Wer hat in meinem Bettchen gelegen? Die Thai. hätte ich mir denken können, dass es nicht Schneewittchen war. Nee. Ich nehme aber jetzt noch einmal den kürzeren Weg hier raus. Das ist übrigens mein Lieblingsweg hier abzuhauen. Ah ja. So, dann nehmen wir jetzt mal noch einen Burger und schnatzen erstmal hier oben in Ruhe auf dem Dach. Kann ich auch das Schleimwasser? Ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
stehen, lass ihn mal stehen. Wieso gibt's hier kein schwarzes... Hier wächst Farn. Ich glaube, es hackt. Nur kein großer Farn. Willst du Stress? Willst du, ja. Das Pferd. Ah, so. Ja. So. Ich darf... So, was ist das denn hier? Silberölweide? So, das Schleimwasser, ne? Also, ich möchte gerne jetzt ein schwarzes oder ein weißes Pferd. Jetzt sag mal, sind die so selten oder was ist das Problem? Die sind wirklich eher etwas seltener, ja. Das ist aber braun. Also, wo ich so häufiger gesehen habe, schwarze und weiße Pferde, das waren immer in oder in der Nähe von dem Manawald. Manawald? Mhm. So, wo ist jetzt das Schleimzeug? Ein Zebra. Wo ist jetzt die Schleimi? Da. Sorry. Ich wollte gerade sagen. So. Er kennt das gar nicht an. Das Schleimwasser. Ja, anzeigen tut das, was sowieso nicht hier steht, aber trotzdem im Olympic drin. Nicht im Olympic, sondern im Thermometer. Wenn du okay. Flüssigkeiten anschaust. Okay. Was ruckelst du jetzt so? Mau. Sag ich doch. Kacke. Oh. Hör auf zu ruckeln. Hör auf zu ruckeln! Ich möchte ein schwarzes Pferd. Ja, geh doch nicht in die Kacke rein, ganz ehrlich. Ja, selber schuld. Ich glaube, ich muss den Tieren hier mal unten helfen. Die krepieren hier alle durch die Kacke da. Ich finde das Sünde. Weißt du, ich habe ja extra mal für die hier alles aufgebrochen vom Tempel unten, damit die raus können. Nein, meinst du, die gehen raus? Hm. Nö. Draußen also. Regnet schon. Ja, aber dann spring lieber in die Kacke hier rein, oder was? Tja, mit irgendwas muss man sich ja waschen. Das war nicht so schön. Das ruckelt hier wie Hulle, ne? In dem Tempel unten drin, oder? Ja. Ach, das ist bestimmt wegen dem Regen jetzt. Das auf jeden Fall auch. Übertreib. Übertreib. Kann ich das auch? Erdscherben. Ich nehme das alles mal mit und schmeiß das gleich mal ins Dings rein. So. Halt, was war da noch? Zinnerz. Das mache ich nicht da. Ich schmeiß das mal oben rein. Das Wichtigste das kann dann in die Schmelze und ins ME-System. Ja, da unten ist irgendwie noch eine Mine. Das kann mit. Kann ich das nämlich schon... Oh, Salz. Perfekt. So. Ich nehme mal das Wichtigste aus deiner Quarry da raus, ne? Herr Neffland? Was? Ich nehme mal das Wichtigste aus deiner Quarry raus und mach somit ein bisschen Platz, also die Erze jetzt und so, ne? Und Salz ja, und sowas. Mach du.
Da ist schon wieder kein Platz. Das ist ja, traumhaft. So, schmeißen wir mal alles da oben rein. Das nicht, das geht noch mit. Was ist eigentlich mit diesem schillernden Erz? Was soll denn damit sein? Kann man das, Das kann man in die Schmelze hauen, das ist so shiny. Ja? Molten shiny. Okay. Gut. Das Zeugs ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich Tesserakte bauen möchte. Genau. Ah, hier ist eine Note. Ha! Ja, cool. Da sitzt direkt eine Note an den... Die sieht man so gar nicht. Die sieht man so überhaupt nicht. Und so super. So, jetzt kann ich wenigstens noch endlich Kobalt ab... Aha. Ja. So, die gehen mit. Nee, das nicht. Das brauche ich noch. Das geht mit. Kann ich das auch scannen? Dann werde ich gleich mal tüfteln, ob ich dann noch ein bisschen was... ein bisschen vermischen kann oder so. Zu klein. Warum? Weil ich nicht hochkomme. Oh, das hau ich noch ein. Brauche einen Hocker. Cool. Cool. Mhm. War klar. Ja.
So, und was mache ich jetzt, wenn ich das alles so abgescannt habe? Jo, dann gehst du mal in dein Taumonomikon. Ja. Achso, nee, erstmal muss ich was anderes tun. So. Ach du Scheiße. So, Moment. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen und Platz fürs ME-System. So. Eieiei. So, die kommen da rein. Ihr könnt auch mal da rein. Was war da noch? Ne, das Salz geht da nicht rein. Das kann da rein, das kann da rein. Und was noch? Da. Nö, den behalte ich. So, und die kommen dann da unten rein. Achso, das kann noch weg. Hier, die können noch weg. Das kann auch weg. Ach, kein Platz mehr. Alles klar. Gut, schmeißen wir mal rein. Das und das. Und hier behalte ich mal. Das kann weg, das kann weg. Ich muss jetzt einmal zu meiner Schmelzi. Los Schmelzos. So, meine Liebe. Du kannst rein da. Da, tschüss. Geht mal alle rein da. Zack, zack, la bock. Zackalapik, lack, lack, luck, lack, zack, tack, tack. Und da haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Wunderbar. Wunderbärchen. Alles klärchen. So, und das nervt mich gerade. Was ist denn das? Bronze schon wieder. Die alte Bronze. Was, wo haben wir denn? Haben wir noch ein bisschen Bronze? Habe ich da Bronze rein? Bronze. Naja, ich mach's trotzdem mal ab hier. So. Oh, halt. So. So. Halt. Ich will mal wissen, wie das da aussieht. Mach mal. Oh, das ist hübsch. Oh, ich muss niesen. Aufwischen. Mm. Ja. Gesundheit. Danke. Okay, so. Es wird durchgeschmolzen alles so. Was wollte ich jetzt machen? Warte mal, was wollten wir jetzt machen? Ach, in mein Buch gucken. Genau. Du solltest dir vielleicht ein bisschen Papier besorgen und das Schreibset aus dem Zaubertisch rausnehmen. Ich glaube, ich habe hier unten noch Papier. Notfalls ist drüben bei mir im hinter der Schmelze in einem von den Tables ist hier drin 27 Stück. Okay, ich habe 5 Stück. Reicht das? Ja, eins würde erstmal sowieso reichen. Achso. So. Erstmal zum Gucken, was man jetzt mit diesen Forschungspunkten macht. Der Forschungstisch kann nämlich noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe jetzt. Aspekte zu kombinieren. Also, ich habe jetzt das Papier und das Schreibset. Mhm. Dann machst du ein Buch auf und dann siehst du da ganz viele Sachen, die blinken. Ja. So, Artefaktkreierung. Ja. Schreibset und Papier auf eins von diesen blinkenden Sachen drauf klickst, dann macht er dir eine Forschungsrolle. Wie soll ich denn damit draufklicken? Mit der Maustaste. So was hat sie doch nicht. Hä, wie meinst du das? Ach, jetzt. Ja. Dann schreibt er dir so eine Zauberrolle. So, jetzt nimmst du das Schreibset und die Zauberrolle und packst sie wieder in deinen Forschungstisch rein.
Ja. So, wenn du die Forschungsrolle mit drin hast, also hast oben links dein Schreibset, ja, ja, und oben rechts die Forschungsnotizen. Ja. Und dann kriegst du dieses ganz große Blatt Papier. Ja. Und da sind die bekannten Aspekte, werden dir angezeigt, und alles, was du noch nicht entdeckt hast, ist dann so ein graues Fragezeichen. Ja. So, wenn du alle Aspekte bereits hast oder kennst, die du zum Erforschen brauchst, dann musst du die beiden Sachen verbinden. Okay. Und zwar verbinden. Hast du beides erforscht, was du? Nein. Oder hast du nicht? Dann wäre es vielleicht ganz gut, im Buch mal das Kapitel Forschung durchzulesen. Okay. Da ist. Ja, da kann man ja super viel finden, aber wo steht denn nur Forschung? Das war aber der Stab. Kann das manchmal sein, dass man auf friedlich aus dem Gras keine Samen raus? Also aus dem Gras kriegst du eigentlich nur Weizensamen raus. Nee, soll man prozentual auch anderes kriegen, wie zum Beispiel Erdnüsse. Ab welcher Version? Was nochmal bitte wegen der Erdnüsse? Was? Steht da nicht da. Das kommt aber mit Harvestcraft rein. Ja. Haben wir Harvestcraft? Ja, Pams Harvestcraft, ja. Ja, natürlich. Ja. Also ich habe noch nie was anderes, in keinem Let's Play was anderes bekommen, außer den Weizensamen. Ja, was mich bloß gerade irritiert, ich hau hier einen Haufen Gras und hab noch nicht mal einen Weizensamen. Doch, das krieg ich ganz oft. Ja, du musst mit der Hau die, also nicht das normale Gras zerschlagen, das bringt gar nichts. In der 1.7.10, da kriegst du gar nichts raus. Ab der 1.8 kannst du da Enderlilies und diverse andere Sachen kriegen. Wenn du das gewachsene Gras zerschlägst. Okay. Du sollst die Grasblöcke mit der Haube arbeiten, dann kriegst du Weizensamen raus. Ah, so. Die Erdnüsse müssten theoretisch Bestandteil vom Bodengarten sein. Da bin ich aber nicht sicher. Wer es besser weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ja, also ich würde sagen, bevor ich hier jetzt nämlich großartig weitermache, werde ich einfach weitergehen und suchen. Ich packe den Rest mal hier rein. Und werde einfach auf Reise gehen und suchen gehen. Und werde einfach noch gucken, ob ich ein bisschen mehr finden kann an Scan und so weiter und so fort. Dann lese ich mir das in Ruhe durch. Und wenn ich schlauer draus bin, dann würde ich sagen, erkläre ich euch das nochmal. Und dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, weil die Zeit ist ja auch schon wieder fast um, ne? Gut, dann sage ich mal danke, danke, danke. Und besonders an die treuen Seelen, die immer zugucken, finde ich super. Und dann sind wir mal raus. Tschüss. Tschüss.